Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. Wir haben in der letzten Folge das Bad hier fertig gemacht. Es hat einiges an Zeit in Anspruch genommen. Und ich würde sagen, wir begeben uns diesmal in das Schlafzimmer und suchen uns dafür erstmal eine schöne Farbe raus. Wände. Wie wäre es mit... Köhn, wir nehmen himmlisches Blau. Kaufen viele, wir nehmen zwei. Ich wette zwar wieder, dass das zu viel ist. Aber hey, man darf doch noch träumen, oder? So, jetzt hier noch anmalen, schön. Richtig gemütliche Farbe. Alter, das schaut so richtig verschimmelt schon aus. Zack. So schön die Fliesen übermalen, man sieht sie nie wieder. Ah, diese Farbe ist wieder mal so... Ich habe jetzt gerade vollkommen echt vergessen... Das werdet ihr mir jetzt nicht glauben, aber ich habe jetzt gerade echt, als ich ein bisschen gemalt habe, voll das Sprechen vergessen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen kurzen Hardcut mal einfach reingemacht habe, aber ich war echt... Ich saß einfach da und habe gemalt. Gott, ey, das gibt's doch gar nicht. Aber wir brauchen hier noch ein Weiß. Wir brauchen hier noch ein Weiß. Ey, wo ist denn hier Weiß? Weiß. Kaufen? Nein, die verkaufen. Malen. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier? Wie machen wir den Raum? Geben wir den auch wieder so einen grünlichen Anschlich? Anslich? Anslich machen Luch? Die Frage ist ja, was machen wir mit dem Zimmer? Das soll ja der Gaming-Raum werden. Bedeutet, wir brauchen hier auch Wände. Wie wär's mit... Ja, wie wär's mit... Ich bin mal für... Wir nehmen mal heute was ausgefallen ist. Ein feuriges Orange. Komm, letzte Hütte braucht ordentlich Farbe hier. Zack. Zack, hier rein noch. Es ist jetzt auch wieder Planet Zoo rausgekommen. Da werde ich jetzt auch wieder ein paar Folgen zu machen. Beziehungsweise die kommen jetzt dann auch alle. Wenn ihr das seht, werden sicher die ersten drei Folgen locker schon aufgenommen sein. Weil ich werde die heute wahrscheinlich noch an dem Abend aufnehmen. Weil heute ist der 6.11. und am 5.11. wurde es ja wieder veröffentlicht. Bedeutet, bin ich schon einen Tag hinterher. Ich habe gestern nur die Updates gezogen. Weil hey, mir war ja überhaupt nicht fad oder so. Und ich bin ja an vielen Sachen gleichzeitig beim Probieren. Problem ist, dass ich jetzt wahrscheinlich eine Zeit mal weg bin auch. Also Wochenende bin ich wahrscheinlich immer wieder da, aber ansonsten bin ich die ganze Zeit weg. Das ist nicht so cool. Und dafür werde ich nie das komplette Rookie wieder abbauen. Von meinen 4-5 Monaten ich sozusagen wieder komplett jetzt auch wieder zurück bin. Und das bedeutet, es lohnt sich nicht. Alter, der Raum ist hell. Woo! Das kickt rein. Ist die Frage, machen wir Dead Weiß? Also ich bin ja ein Fan von der weißen Farbe, aber dieses Grün in der ganzen Wohnung tut natürlich auch nicht schlecht. Weißt du was, wir machen die ganze Wohnung jetzt einfach scheiß mal grün. Grün. Was finde ich unter Grün? Da müssen ja 3000 Grünfarben jetzt erstmal kommen, oder? Es gibt nur eine schwere Grün jetzt aber. Achso, ich bin vielleicht auch woanders. Grün. Grün, jetzt halt aber. Ach, jetzt kommt. Es gibt doch bestimmt mehr als das Grün. Oder ist das Türkis oder sowas dann? Nehmen wir mal, Türkis ist was anderes. Ah ja, die heißen ja dementsprechend. Wir nehmen mal dieses Fluffiggras, kaufen viele. Wir brauchen mindestens... Ich sag nichts mehr. Ich habe mich bis jetzt immer verschätzt. Wir fangen mal hier hinten an. Es müsste ja ungefähr dieselbe... Ach du heilige Scheiße, das wird eine Wohnung. Das ist Villa Kunterbunt am Ende, ich schwör's euch. Villa Kunterbunt. Genau, die Holzwand. Oh. Ich habe heute echt so einen Sprachfehler drin. Den ganzen Tag aber schon, ne?
Alter, die Farbe. Ja, für Leute mit Epilepsie ist es eventuell nicht der passende Wohnort. Holy shit. Ach, hey. Alter, die Farbe ist stärker, als ich gedacht habe. Aber es hat schon was für... Nein, ich sage nicht, dass es was für sich hat. Es hat zwar was für sich, aber es schaut ja nur heftig aus. Oh. Aber das ist Villa Kunterbunt da drin. Ist orange. Welche Farbe können die Küche blau streichen? Das wird so ultra den Kontrast in diese Hütte setzen. Aber so richtig heftig. Ich weiß gar nicht, wie die Hütte davor aussah. Also ich weiß nicht mal mehr, wie ich die Wände gebaut habe. Ach so, scheiße, wieder Farbe leer. Einmal auffüllen, bitte. Ist das leer? Das ist leer. Er schreibt, was für ein lausauberes Haus und es gefällt ihm nichts. Also soll ich einfach mal vollmüllen oder was und dann verkaufen? Oder sehe ich da deine Antwort gerade auf meine Frage falsch? Hä? Schreibt er eiskalt sauberes Haus und das gefällt ihm weniger. Also die wollen ein dreckiges Haus, weil damit sie was zu tun haben, oder was? So. Alter. Überhaupt nicht übertrieben. Überhaupt nicht übertrieben. Alter, diese Farbe ist überhaupt nicht knallig oder so. Jo, welche Farbe nehmen wir heute? Wie wär's mit Grün? Grün ist zu langweilig. Nehmen wir helles Grün. Alter, die Farbe geht mir überhaupt nicht. Alter. Wenn jemand einen Farbshop haben will, Farbshop haben will, ne? Ich komme vorbei, ich male euch die Wände bunt. Es wird dann nicht so einfärbig wie hier, sondern wird wahrscheinlich einfach ein Stück mal orange oder ich mache einen Strich drüber, der grün ist. Wir können die Küche schwarz machen, das ist so ultra... Die Besitzer werden so mad auf mich sein, die Hütte kaufen, die werden erstmal alles umstreichen. So, nee, das geht gar nicht, nee. Geht gar nicht. Absolut nicht. Nee, die Farbentöne. Wie ist diese eine Show, wo die Hütten bauen? Die dürften mich nicht einstellen. Danach schaut die Hütte noch schlimmer aus. Komm, ah ja, wir sind durch. Und ich habe wieder zu viel gekauft. Man braucht es gar nicht. Überlegt mal. Ich habe für die Fläche von da hinten nach da vorne, hier außen rum, zweimal gebraucht. Ich kaufe jetzt einen schwarzfarben. Wände? Schwarz. Wo ist schwarz? Komm, ihr habt sicher schwarz. Können wir nicht sagen, dass ihr kein Schwarz hättet. Nebliges Grau. Hier, schwarz. Es ist Villa Kunter schwarz. Ach, herrje. Von die ganzen... Das Schwarz zieht rein, Jungs. Alter. Ich mache meine Hütte auch in Zukunft immer schwarz. Warte mal, dann tun wir halt beide Seiten. Aber dann wenigstens beide Seiten. Komm schon. Ich glaube, dieser dann noch nicht ganz durch. So, und dann hier oben einmal noch. Das ist eine böse Küche. Aber Vorteil, der Dreck ist nicht so sichtbar. Das finde ich bei Fern auch immer super. Ratten, da siehst du den Dreck nicht so schnell unbedingt wie bei Schimmeln. Schimmel sind ganz, ganz schlimm, wenn es um Dreck geht. Den siehst du. Den siehst du. Egal was. Den siehst du einfach. Da. Alter. Nee, übertreibe ich? Nee, ich übertreibe nie. Mach nur bunte Farben. Die Küche absorbiert halt wahrscheinlich das komplette Licht des Hauses dann am Ende. So, einmal hier noch lang. Aber wir können dann wenigstens vom Stolz sagen, die komplette Wohnung ist gestrichen. Das komplette Haus ist gestrichen. Ja, schaut doch gut aus. Aber
Weil ganz ehrlich, so scheiße schaut das jetzt nicht aus. Ich hab's irgendwie schlimmer erwartet. Ich hätte es irgendwie echt schlimmer erwartet. Ich würde jetzt hier eiskalten Fernseher drüber kleben. Hier eine Couch rein. Möbel? Sessel? Nee, Sofa. Le Sofa. Nehmen wir schickes, modernes Sofa. Jetzt kaufen. So, dann brauchen wir einen Fernseher. Der wird ja höchstwahrscheinlich unter elektronischer Ausrüstung sein, ne? Hängender Fernseher. Jetzt kaufen. Hängt der gerade? Ich glaube schon. Dann kommt hier noch so ein komischer Tisch hin. So ein Kaffeetisch. Hier, Kaffeetisch haben wir noch einen. Jetzt kaufen. Nice. Alter, was für ein schönes Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist zu klein. Alter, die können euch nur meckern, oder? So, Bücherregale wolltet ihr immer haben. Ihr wolltet immer irgendwelche Bücherregale. Warum ist das Wohnzimmer eigentlich zu klein? Das Wohnzimmer ist riesengroß, kombiniert mit Küche. Hallo? Bücher. Bücher. Guck mal, kann ich das eigentlich immer... Alter, nö. Übertreiben wir? Nee. Ach, guck mal. Ich kriege hier alle unsere Bücher und allen passen hier rein. Ja. Schön. So, wo ist Küche? Das Küche. Ha. Nee, die geht nicht. Scheiße, ich habe ein Fenster. Ich wollte gerade sagen, boah, geil, das passt perfekt und so, ne? Und dann so, kacke. Ich habe ein Strecksfenster. Das kriege ich jetzt nicht da so unbedingt rein. Guck mal, kriegen wir das rein? Also mal so. War meine gerade Frage, ob ich ernsthaft habe, ob man das hier reinkriegt. Ohne Die passt rein? Was? Okay, dann will ich aber auch noch das Teil hier reinkriegen. Jetzt kaufen, komm. Das könntest du mir jetzt nicht erzählen, dass das hier nicht reinpasst. So. Passt dein Kühlschrank noch rein? Alter, es passt überhaupt nicht. Und mir ist so scheißegal gerade. Es funktioniert. Elektronische Ausrüstung. Ich brauche einen Kühlschrank hier. Das ist voll monoton hier grün. Nee, warte mal, das machen wir jetzt so. Der kommt dann halt hier an die Wand. Ist mir ja wurscht. Komm hier rüber. Komm auf die Insel. Nee, überhaupt nicht übertrieben. Ja, das ist die Küche. Voll wenig aufpassen. Das ist jetzt die Küche. So, Bett. Wir gehen jetzt einfach von Zimmer zu Zimmer. Betten. Wir nehmen hier mal dieses Doppeldora. Mit Holzlook. Jetzt kaufen. Ja genau, ich kaufe viele davon. Das passen ja so viele in dieses Zimmer rein. So. Das Loch. Ich würde ohne Scheiß, wenn ich jede Nacht aufs Klo muss, ne? Ich würde hier so ganz gemütlich und dann voll reinfliegen und voll auf die Fresse. Ich könnte das Bett auch noch da drüben, aber nee, ich komme hier noch ein paar Schränke rein. Schränke, Möbel. Schränke und Schränkchen. So. Was für. Nehmen wir hier Schränkchen viral in schwarz. So. Alter. Wir nehmen einfach mal hier das Hässlichste, was wir finden und machen es noch hässlicher. Nicht drehen. So. Schlafzimmer, check. Ich will denen jetzt nicht so viel. Weißt du, ich will denen nicht so viel unbedingt reinhauen, weil. Die sollen ja auch selber einrichten, ne? Aber ein Küchentisch, der kann noch her. Und genau, der Rechner muss eingebaut werden. Möbel. Tisch. Tische. Warum gibt es denn eigentlich nur so Kacktische? Gibt es hier nicht irgendwie sowas Großes? Langer Tisch, Junmann. Der schaut doch super aus. Jetzt kaufen. Jawohl. Der kommt einfach so richtig geil mitten rein. Und jetzt gibt es noch richtig geile Stühle. So, welche nehmen wir denn? Ich nehme Stuhl Henry. Nee, okay. Das ist Serious Business hier, ne? Das muss schon noch etwas ausschauen. So, jetzt hat...
Lala hier, ne? Zack, zack. Das schaut doch tippitoppi aus hier, ne? So, okay. Gaming-Zimmer ab ins Orange-Zimmer. Wir brauchen einen Tisch. Wir brauchen einen Arbeitstisch. Der wird wahrscheinlich auch unter Möbel zu finden sein, unter Tische, oder? Denke ich mir mal. Nee, wo ist denn? Ach, es gibt eine extra Reiter für Schreibtische. Jo, wir nehmen einen Eckschreibtisch. Aber vielleicht nicht so dunkel. So, jetzt kaufen. Nein, Google, danke. Nein, ich brauche sie echt gerade nicht. Oder geht der hier so vielleicht in die Ecke rein? Und falls ihr euch wundert, warum ich gerade rede, mein Google hat sie aktiviert. So. Also brauchen wir erstmal die ultimative, wo ist denn das, unter Sonstiges wahrscheinlich? Ne, Gedenk, wird dann unter wahrscheinlich Videospieltag. Wenn wir erstmal einen Rotigebar hier kaufen. Jetzt kaufen wir schon mal, ob wir gehen auf. Nett umdrehen, was soll denn das jetzt? So. Voll das geile Gaming-Setup. Und ja, ich weiß, wie man normal so ein Gaming-Setup macht. Das ist dann wenigstens, dass du ein Hauptbildschirm hast, aber. Will so. Das will ich so und das bleibt jetzt auch so. So. Wir nehmen hier eine schöne Tastatur. Die kommt jetzt hier hin. Alter, du hast hier voll viel Platz. Das ist belohnend. Das ist mal ohne Scheiß. Das ist voll belohnt. Eine Tastatur, die Maus jetzt. Die kommt auch hier hin. So. Oh, die leuchtet ja voll. Benutzen. Oh. Huch. Moment, wenn ich dich jetzt rein theoretisch, warte mal, ich mag dich mal bewegen. Also mal, ohne Scheiß, jetzt krieg ich dich hier irgendwie hin. Ne, das passt nicht. Nee. Dreht euch wieder normal. Dann schaut das nachher. Ich habe jetzt an Rotierbar nicht echt gedacht, dass das Spiel sagt so, jo, du wolltest rotieren? Bitteschön, jetzt rotier. So, wo ist der Gaming-Fetzier? Komm, der muss hier ins Theme passen, so. Jetzt kaufen. Ich stell den hier hin. Easy peasy angemacht. Wo ist mein Stuhl? Auch in einem schönen Grün. Jetzt kaufen. Nee, ich übertreibe gar nicht. So. Gaming-Ecke. Und natürlich der Akustikschaum, der darf gar nicht fehlen. Wir machen jetzt hier aber so ein Grün mit so einem Blau kombiniert. Alter. Das schaut nicht nur hässlich aus, das schaut richtig grausam aus einfach. Übertreibe ich? Nein, ich übertreibe nie. Und es passt auch noch hier perfekt rein, was? Ah, in der Höhe nicht, aber da kriege ich doch... Gibt es doch sicher so ein halb hohes... Aber welche Farben hatte ich denn jetzt nochmal? Scheiße. So, glaube ich. Oh nein, ich wollte von viele... Wir packen die Witte voll hier. So. Alter. Nö, überhaupt nicht übertrieben. So zocken und dahinter nur eine riesige Akustikwand. Obwohl, hätte ich auch gerne. Ganz ehrlich, hätte ich auch gerne. Hätte ich auch gerne. Ja, die schaut doch super aus. Also ganz ehrlich, ich würde hier wohnen. Vielleicht sollte ich noch die Türen werden, vielleicht noch schlau. Türen. Was wäre denn, ich nehme jetzt einfach so ganz banale von den Türen hier. So. So. Das Zimmer braucht natürlich auch seine eigene Tür. Immerhin muss hier ja akustisch wertvolles Zeug aufgenommen werden. So, und ich kann dich wetten bewegen, ja perfekt. Dann kann ich dich nicht erstmal verkaufen. Weil du gehörst da eindeutig nicht hin. Einmal umdrehen den ganzen Schmarrn hier. Zack. So. Schick.
Dann haben wir jetzt die Wohnung endgültig fertig, würde ich sagen. Und, ja, der Außenbereich hat uns ja so gefallen, wie er war. Der war ja relativ simpel und ich sag mal, die Einwohner sollen sich selber ein bisschen einwohnen. Die haben schon einen sehr bunten Kühlschrank von mir. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen uns nochmal hier so ganz gemütlich an, was wir hier geschaffen haben. Also ich würde mal sagen, es ist ein Domizil an Schönheit. Und ich kann mich selber vom Lachen nicht zurückhalten. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, jetzt verkaufen wir die Hütte noch. Einmal auf Haus verkaufen. Versteigern wir das Haus. Zur Auktion. Schauen wir mal, was sie wollen oder was sie uns geben für diese Hütte. Bin gespannt. 120, 121, 103, 124. Okay, 128 zahlt Familie Schelling für das. Wir haben einen Gewinn von 43.000. Ich würde mal sagen, wir tun hier nochmal Shift und Enter. Ich hätte gern, können wir nicht noch so, sagen wir mal, 7.000 draufrechnen? Das wäre für mich so ein richtig schöner Preis, der noch draufkommt. Geht es noch? Wäre das möglich? Ja, 50.000. Ach du Scheiße. Und ich würde sagen, damit nehmen wir das Angebot an. Und damit... Warte mal kurz. Bring hat's gemacht. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen bei House Flippers. Das war's für dieses... Für diese Episode. Für diese Session. House Flipper auf meinem Kanal. Die Serie ist jetzt erst vorbei. Wird mit Planet Zoo, wie gesagt, ausgetauscht. Da Planet Zoo jetzt endlich wieder da ist. Ich hoffe, es hat gefallen, wenn ihr alles unbedingt einen Kommentar da. Schreibt mir, was für Spiele ihr noch im Kopf hättet, was wir spielen könnten. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in einem anderen Let's Play. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.